heutigen Video nochmal zum Thema Lösung, das dritte Video, geht es darum, wie sich jetzt Flüssigkeiten verhalten, also flüssiges Lösungsmittel und flüssiger zu lösender Stoff. Auch hier gibt es natürlich wieder Unterschiede von Stoff zu Stoff, aber auch hier kann man Sachen beobachten. Zum Beispiel unser Öl. Wenn wir unser Öl jetzt mal anschauen, ein sehr flüssiger Stoff, und davon gebe ich jetzt ein paar Tropfen in mein Wasser. Und rühre einmal hin herum und warte kurz ab. Und auf der anderen Seite habe ich hier meinen 96%igen Alkohol. Auch hier gebe ich etwas von meinem Öl rein. Mische es einmal. Und warte ganz kurz. Und wir können eigentlich direkt einen Unterschied sehen. Ich denke, jeder von euch kennt es. Bei Wasser mit Öl können wir einen Ölfilm sehen. Hier kann man eigentlich schön sehen, dass sich Öl nicht in Wasser löst. Obendrauf haben wir klar zu erkennen unsere Ölschicht und drunter unsere Wasserschicht. Das heißt, wir haben hier keine Mischung zwischen Wasser und Öl. Dagegen bei Alkohol können wir das Ganze nicht erkennen. Das heißt, wir haben hier keine zwei Phasen. Das Öl löst sich in dem Alkohol. Auch hier ist es wieder wichtig, dass es unterschiedliche Lösungsmittel und unterschiedliche Lösungen gibt, nicht nur bei den Feststoffen, sondern auch bei den Flüssigkeiten. Nun habe ich euch jetzt gezeigt, dass sich Flüssigkeiten in Flüssigkeiten lösen können, Feststoffe in Flüssigkeiten lösen können. Jetzt haben wir noch einen Aggregatzustand übrig, Gas. Gase im Wasser zu lösen ist auch möglich. Ihr kennt es vom Sprudel, vielleicht hat jemand von euch einen Sodastream zu Hause, damit kann man das Ganze auch gut machen. Hier ist wichtig, dass es genau andersrum funktioniert wie bei den Feststoffen. Feststoffe lösen sich in warmen Lösungsmitteln besser. Ihr kennt es vielleicht im Sommer, ihr habt eure Colaflasche im Auto vergessen. Es wird heiß, das Auto heizt sich auf, ihr kommt, macht diese Colaflasche auf und diese Colaflasche schäumt über. Das liegt daran, dass Gase aus heißem Lösungsmittel raus möchten. Dagegen eine richtig kalte Cola aus dem Kühlschrank, die könnt ihr aufmachen und es sprudelt gar nicht so stark. Das bedeutet, Gase lösen sich besser in kaltem Lösungsmittel, Feststoffe lösen sich besser in warmem Lösungsmittel. Das sind nochmal die beiden wichtigen Punkte, die ihr euch auch merken solltet. Könnte vielleicht eine Frage in der Arbeit auch mal sein. Jetzt wünsche ich euch aber noch erstmal einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.